Hey, ihr coolen Kids, ihr! Wenn ich sehe, dass der Akku schon rot wird, ist schon so. Ohne Handy geht nicht, ja. Ist nicht richtig, oder? Der erste Gedanke, den man hat, ist, oh mein Gott, ich brauche hier ein Foto für Instagram. Ich habe ein Phantombrummen, also dieses guck mein Handy an, aber es ist keine Nachricht und ja, vielleicht ist es einfach nur irgendwer, der gepupst hat. Du, ich muss dir was Wichtiges erzählen. Mhm. Falk? Ich muss mal gerade was posten. Ja, lass mich grad komm, bitte. Falk. Nee, ich muss was posten jetzt. Ja, wir reden heute über Social-Media-Sucht. Ist das so? Hm. Aber ich poste das gerade noch zu Ende. Ja. Ich werde schon nervös, wenn mein Akku nur noch 10% hat. Vor allem wegen WhatsApp. Ohne Handy geht jedenfalls gar nicht. Ist das schon süchtig? Nein, also bei mir ist es absolut perfekt. Ist überhaupt nicht süchtig. Nein, alles gut, alles gut. Nein. Nee. Nächste Frage. Ist süchtig? Okay. Ich werde schon nervös, wenn es nur noch 30% hat. Dann will ich sofort nach Hause und es aufladen. Ich habe jetzt eine Powerbank. Ja, allein aus diesem Grund, dass mir das niemals passiert. Ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen Sucht ist, ein bisschen aber auch Gewöhnung. Also ich werde da auch nervös und ich würde mich jetzt selber nicht unbedingt als süchtig bezeichnen. Ich würde von mir selber auch auf jeden Fall sagen, dass ich schon, glaube ich, handysüchtig bin. Man möchte irgendwie mit der Welt verbunden sein und das Handy ist ein Medium zur Welt. Und Leute, die dann sagen, ah, du bist nur noch am Handy, du bist total süchtig. Das ist dann, wenn man sagt, hey, du bist ja wohl süchtig nach Kommunikation und anderen Menschen. Kommen andere Symptome hinzu, wie dass du irgendwie dich körperlich unwohl fühlst, wenn du das Handy nicht verwendest oder immer daran denkst und immer häufiger es tust und auch deine anderen sozialen Kontakte zum Beispiel vernachlässigst durch den Konsum, dann könnte man schon eher von einer Sucht sprechen. Lädst du dein Handy mehrmals am Tag, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du dein Smartphone viel zu oft nutzt, denn so ein Akku sollte mindestens einen Tag halten. Wie oft am Tag gucke ich aufs Handy? Wie oft am Tag gucke ich nicht aufs Handy? Ist die bessere Frage. Ja, eigentlich dauernd. Ja, bestimmt 378.000 Mal. Auf jeden Fall bin ich den ganzen Tag am Handy. Ich mach sonst nichts anderes im Leben. Ich gucke oft aufs Handy am Tag, aber ich weiß auch, wann die Momente sind, wo das Handy einfach fehl am Platz ist. Wenn ich was mit Freundinnen mache, wenn ich essen bin, wenn mir gerade jemand was erzählt. Aber es wäre auch gelogen, dass noch nie jemand zu mir gesagt hätte, oh, kannst du mal aufhören, die ganze Zeit auf dein Handy zu gucken? Das nervt gerade voll so. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht süchtig. Ich kann das Ganze kontrollieren. Dabei wisst ihr selber, sobald das Handy blinkt, seid ihr direkt wieder dran. Was ist geil, ein Lächeln oder 30 Likes? Ja, 30 Likes. Hashtag Sucht. Ultimativ ein Lächeln so, weil Likes sind halt Zahlen. Auf jeden Fall ein Lächeln. Vor allem von jemandem, den man mag. Ich kann mir schon vorstellen, dass über dieses Social-Media-Ding auch schon irgendwie so eine Art Rankings und wer ist irgendwie wichtig und so ein Kram. Also ich kann schon verstehen, dass das für einen auf jeden Fall extrem Druck ausübt. Also ein echtes menschliches Lächeln ist mehr wert als 1000 Likes. Die Personen, die uns wichtig sind, die uns gegenüberstehen und gerade so Freunde, Familie, wenn die sich für uns mitfreuen, uns anlächeln, das sollte doch mehr wert sein als ein Like von wahrscheinlich irgendeinem Unbekannten, dessen Meinung uns eigentlich sehr egal sein könnte. Was du tun kannst, wenn du das Gefühl hast, du bist Social Media süchtig. Du kannst auf jeden Fall dein Handy auf lautlos schalten. Schalte ab, dass wenn Nachrichten kommen, ein Signalton kommt, dass es vibriert, damit nicht das Handy bestimmt, wann du zum Handy greifst, sondern dass du bestimmst, wann du zum Handy greifst. Und es ist einfach gefährlich, wenn man irgendwann nicht mehr in der realen Welt sein will, sondern immer nur noch in diese Parallelwelt flüchtet. Da muss man auch die gute Balance finden, ansonsten stirbt man. Man sollte auch sehr viel mehr Wert drauf legen, mit seinen Freunden zu reden, als mit ihnen zu schreiben. Ich glaube, es kann schon sinnvoll sein, mal eine Zeit lang einen Entzug zu machen von der digitalen Welt. Also zum Beispiel eine Woche in Urlaub zu fahren und das Handy einfach mal auszulassen, den Laptop zu Hause zu lassen. Nehmt es nicht mit ins Bett. Falls ihr eure Social-Media-Sucht weiter befriedigen müsst, vielleicht klickt ihr ja mal hier oder da oder schreibt da irgendwas. Oder macht was ganz Verrücktes und klickt auf diesen Button, der so aussieht. It's over.